Die Faszination der kleinen bunten Bausteine ist nach wie vor riesengroß. An den beiden Tagen kamen mehrere tausend Besucher zur Ausstellung nach Borgen. Gleich kurz nach der Eröffnung stürmten die Besucher in den Saal, wo insgesamt 36 Aussteller ihre Arbeiten zeigten. Die Themen waren ebenso bunt wie die Legosteine, von Windkrafträdern, die sich hoch über Landschaften drehten, und Eisenbahnen, die sich durch Stadtlandschaften schlängelten, bis hin zum selbstfahrenden Radlager von André Mikko, der ferngesteuert kleine Steinchen von A nach B transportierte. Er hatte auch eine Maschine gebaut, die diverse Muster zu Papier brachte. Interesse an den Kunstwerken aus Legosteinen hatten dabei nicht nur die jungen Besucher, sondern auch sehr viele Erwachsene. Denn das Bauen mit den Steinen ist eine Faszination, die vor allem sehr viele Erwachsene gepackt hat, wie auch an den Ausstellern zu sehen ist. Auf den einzelnen Anlagen waren so viele kleine Details aus vielen Steinen verbaut, dass man schon genau hinschauen musste, um alles optisch aufsaugen zu können. Allein bei dieser Dampflokomotive hatte Matthias Jonda aus Ludwigsburg bei Stuttgart innerhalb von einem halben Jahr Bauzeit über 70.000 Steine verbaut. Inspiriert durch die vielen Lego-Bauwerke konnten die Besucher ihr Geschick beim Selberbauen testen. Dazu gab es auch Bausätze mit verschiedenen Themen zu kaufen. Auch im kommenden Jahr wird es eine Ausstellung geben. Die fünfte Auflage findet dann am 23. und 24. November 2019 an gleicher Stelle statt.